So, guten Morgen zusammen. Erstmal schön, dass wir euch wieder mit am Start haben. Was haben wir heute zu tun? Wir sind zwar voll in der Pflegesaison, aber wir haben mal wieder eine Fällung. Notfällung wegen auseinanderzubrechender Robinie. Da werfen wir mal kurz einen Blick drauf. Zeige ich euch mal kurz, um was das geht. So, da sehen wir es. Ich zeige euch mal hier kurz über den Zaun. Das ist ein ordnungsgemäßer Druckziesel hier. Und da hat der zuständige Herr entschieden, bevor das Ding auseinanderbricht, lieber weg. Warum? Hier rennen ein Haufen alte Leute rum. Das ist nämlich Team Lebenshilfe. Die kennen wir, weil sie unsere Großeltern auch pflegen. Ihr wisst ja, Oma, Opa, die pflegen wir selber. Haben wir gesagt, da ist nichts mit heim. Gehen zwar beide auf die 100 zu. Opa wird's bald. Die Oma hat noch 2-3 Jahre mehr. Und die unterstützen uns dabei. Und bevor das denn hier irgendjemanden auf den Kopf fällt von den alten Damen und Herren, werden wir das Ding jetzt erstmal wegnehmen. So, Danny, jetzt du nochmal. Mach mal dein Handy. Ja. So nutzt man die Pausen. Tack, tack. Ist ja einfach, Alter. Das kann ja jeder hier. Nebenbei trinken wir noch einen Schluck. Versuch, dass das aus der Nase nicht wieder rauskommt. So, Mikrofoncheck 1212. Check gerade das Mikrofon für die Kamera. Oh ja, mal sehen, ob wir dann da Ton haben. Das ist ein Ankerpunkt, hä? So, ich schmeiß mal jetzt hier runter. Ja.
Pizza kommt. Mal den Pieksmilchverkehr. Und anders pieksen. So, machen wir mal einen Soundcheck hier. Wo seid ihr denn? Ach, da. Ich bin hier. Hallo. So, ich setze mal spannend, ob das mit dem Mikro so funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Wäre natürlich eine mega geile Sause. Ecke oder wer? Hänger ist da oben, der auf 7:30 hängt. Bei mir hier oder wo? Oder? Nachpflanzung. Ich stelle mir gerade vor, mit unserem Schliesing, was war da an Mehrarbeit gehabt hätten, schon jetzt die letzten Wochen. Ja, wegen dem, was der halt einfach so mal frisst. Das ist gar nicht schwer. Das war nur ein wilder Dick-Tack-Job. Ja, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Aber Sachsenhausen, da ist die Verbindung mit Schmidt.
okay, aber da holen wir ja auch die Lob ab. Kriegelenk. Bin ich total optimistisch. So, pass mal auf, Henrik, ich werde den mal so rum hier packen. Ja, hier ist ja einer, der jetzt in meinen Seilweg gerade komplett stört. Den halt mal einfach Seil fester. Nochmal ja, also einfach nur statisch stellen, festhalten, das Ding. Ist jetzt kein großer. Den muss ich hier mal kurz. Na ja, ich glaube, zwei Teile sind besser, wa? Hoppala. Die Kamera unten ist für unten. Aber ich trete mal hier mal hin. Ah, warte. Nicht machen, ne? Aber wir haben ja zwei Varianten. Jetzt werde ich ihn noch weiter hoch machen, noch kleiner und gucke, dass ich ihn nach da kriege, wo er dann aber in die Kiefern fallen würde. Oder ich muss ein relativ großes Stück machen und gucke, dass ich ihn nach da kriege. Ja, ich würde ihn jetzt hier oben direkt an den Knick einbinden. So. Nee, tief genug, dass wir noch Last hier rüber kriegen. Ja. Warte, können wir ein bisschen Spannung rausnehmen, dass das denn nicht ganz so an mir zerrt. So. Okay. Warte mal kurz. Ah, komm vor. Ja. Ja. Ah, ist bestimmt so eine Lieferung von 8 bis 16 Uhr.
dahin. Das sieht schwer aus. Das sieht schwer aus. Nee, ist es nicht. Nee? Unheimlich. Riecht aber gut. Ja, aber das ist hier drinnen. Schade. Das randalieren so die alten Leute. So. Sind wir erstmal durch? Habt ihr gesehen? Ich hoffe, die neue Perspektive hat euch gefallen. Ich hoffe, mit dem Mikro hat alles geklappt. Das werden wir ja gleich wissen. Ah, wir werden jetzt noch ein Happen essen hier. Ganz entspannt. Trockenbrot. Total lecker. Lecker. Lange nicht gegessen. Kalten Kaffee. Mein Leibgericht, ja. Kalter Kaffee mit Sprudel. So, dann müssen wir ja noch den üblichen Psalm runterbeten. Abonnieren nicht vergessen. Kanal abonnieren. Mit Glocke. Ganz, ganz wichtig. Liken, kommentieren. Liken. Danny. Und in die Kommentare unten drunter schreiben, aus welchem Land ihr seid. Frag mich warum. Ja, eigentlich sollte es heute wieder regnen. Wir warten jetzt darauf ab, dass es morgen regnet. Regnet. Wenn nicht, dann halt wieder nicht. Problem ist immer, du willst die Baumpflegen alle mal fertig kriegen. Was wir lieber bei schönem Wetter machen, bei schlechten haben wir die Fällungen. Jetzt machen wir die Fällungen und haben schönes Wetter. Naja, irgendwas ist ja immer. Alles klärchen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Neulich. Genau so ist es. Tschüss, Danny. Haut da rein. So. Oh. Zwei Balken. Das sollte reichen für die paar Schnüffel. So, hier sind wir gerade bei einer Kronenreduzierung von einer Eiche. Müssen wir aber nochmal her, weil jetzt die zweite Eiche auch noch dazu gekommen ist. Das ist aber jetzt zeitlich nicht eingeplant. Um 11 Uhr dringender Termin. Kann ich nicht absagen. So. Naja, jetzt werden wir die zwei Teile hier entnehmen. Da, wo ihr gerade dranhängt, quasi, das ist hier nochmal ein Trieb, der wieder phototrop nach oben geht. Der also nicht so viel Last nach außen nimmt. Der wird als Zugast stehen bleiben. Ja, ansonsten sollte das eigentlich funktionieren. Danny und ich sind erstmal alleine, weil Handy noch fräsen ist. Ich hoffe, der kommt aber bald. Dass wir denn hier das Zeug auch möglichst schnell weghäckseln können. Jo. Ja, Danny arbeitet das jetzt erstmal auf. Also, wie euch auffällt, heute ist Experiment 1. Ich habe mal wieder eine Asthalterung geholt. Die andere, die ist ja schon eine ganze Weile kaputt. Da ist die Kamera immer abgeklappt. Nach 2 Minuten war das meistens weg, da habt ihr an den Himmel geguckt oder so. Ja, aber jetzt können wir das mal wieder machen. Was ich heute noch nicht dran habe, was ich dann aber demnächst mal experimentieren werde, ist natürlich unser Funkmikro. Mega geil, das wird eine richtig coole Aktion, weil dann kann die Kamera nämlich weiter weg sein und ich kann euch trotzdem dusselig zuquatschen. Ja, ah, da habt ihr euch was eingebaut. Gut, sag ich euch. So. Berühmte Planen-Thema. Soll ich eine Plane auslegen?
Mann, das ist nicht loben. Na, jetzt muss ich natürlich einen schnellen Schnitt machen. Ah! Alter, das darf man nicht machen. Training.